Vor allem bei Menschen, die auf ihr Gewicht achten, ist es ja so, dass sie den Ernährungstrends, den Diäten folgen und da gibt es ja eine nach der anderen, die durchs Land getrieben wird. Da wird man ja eher verunsichert. Was sagen Sie denn den Menschen, die da anfällig sind? Das ist in der Tat ein Riesenproblem geworden. Also ich bin die meiste Zeit beschäftigt, die Leute von so schwachsinnigen Diäten abzuhalten oder davor zu warnen. Das ist ein Riesenthema heute. Und da gibt es so viel Desinformation, dass natürlich die Menschen verunsichert sind und am Ende keiner mehr weiß, was er essen soll. Oft stecken ja hinter diesen Informationen auch handfeste Geschäftsinteressen und da wird dann irgendwas beworben mit Argumenten, die einfach auch nicht stimmen oder Dinge behauptet, die nie nachgewiesen sind. Insofern ist es gut, wenn man sich da verunsichert fühlt, auch mal zu Experten zu gehen oder auf gute Websites mal zu schauen, um sich da vielleicht ein Bild zu verschaffen, was eher realistisch ist. Man muss immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, genau das ist deine Ernährung oder dieses Lebensmittel musst du essen, aus einem bestimmten Grund. Das ist nicht so. Der Mensch ist ja stoffwechselmäßig flexibel. Er kann sich dann auch an unterschiedliche Varianten gut anpassen. Und wir haben einen relativ breiten Korridor. Also je enger die Vorgaben sind, desto falscher ist es in der Regel. Und hier ist es wirklich wichtig, wenn man sich nicht gut auskennt, dass man sich einfach informiert. Auch wir bieten eine Sprechstunde an, wo dann Leute oft kommen und fragen, ja, was ist jetzt davon zu halten? Und das ist heute schwer geworden, weil es halt so viel auch widersprüchliche Informationen gibt. Mhm.